Hallo, ihr Lieben. So, ich nehme euch doch mal ganz kurz mit in meine kleine kreative, ich nenne es mal Chaos-Ecke. Ja, heute kam eine Bestellung an und zwar hatte ich mir ja dieses kleine Schmuckstück bestellt. Ich war am Überlegen, ob ich mir noch mal so einen hole. Aber ja. Hat mir dann doch nicht so gefallen. Ich muss auch putzen, also bitte beachtet den Dreck nicht. Es sieht ganz übel aus. Genau, viele von euch haben ja schon mitbekommen. Ich möchte mir hier so eine kleine Kreativecke einrichten. Und ja, damit ich einfach auch mit Spaß und Freude hier schön unten kreativ sein kann. Und da werde ich wahrscheinlich eine Zange brauchen. Jetzt müsste ich nochmal gucken, ob ich eine Zange hier unten habe, die ich benutzen kann. Weil eigentlich habe ich immer sowas hier im Büro. Aber heute halt leider nicht. Genau. Und da wollte ich, ja, ich dachte, ich nehme euch jetzt einfach mal so ans Einrichten mit. Das finde ich auch immer ganz schön. Mal gucken, ob das geht. Nein, der ist leider zu hoch. Genau. Ja, den habe ich von der Kreativmesse in Stuttgart. Ich hatte mir nämlich auch überlegt, ob ich das so mache. Obwohl ich finde, es sieht total blöd aus. Ich glaube, ich stelle es einfach so dahin. Und dann kann ich hier schön die Stempel überall reintun. Und ja, die Bilder, die kann ich auch woanders hin aufhängen. Ja, wie bestimmt schon viele gesehen haben, ich habe jetzt auch einfach mal mein Traveler Journal jetzt endlich mal gepostet bekommen. Von 2017, also ich habe jetzt wirklich endlich mal ein Traveler Journal fertig abgedreht bekommen von 2017. Wow, was für eine Leistung! Ist unglaublich. Manche Kinder sind schneller auf der Welt. Wie das jetzt gedauert hat, das abzudrehen. Ja, wie ihr seht, ich möchte das alles so ein bisschen entzerren und einfach auch ein bisschen luftiger einrichten. Ich möchte hier auch noch mal so einen Querbogen reinmachen und bin am Überlegen, ob ich den großen Stempel vielleicht einfach irgendwo quer reinlege. Weil ich halt auch echt total gern hier noch so ein Brettchen drin hätte. Das finde ich irgendwohin schöner. Ich habe auch noch ganz viele Stempel übrig. Also ich hoffe, ich hing euch jetzt nicht mit dem Kopf mitten im Bild drin. Ich werde das wahrscheinlich dann nachher erst sehen, was ich hier so fabriziert habe. Aber ich denke mal, so kann man es doch ganz hübsch lassen. Also wenn ich es jetzt hoch mache. Da ist doch echt der Platz echt optimal ausgenutzt. Genau. Lasst euch nicht täuschen und lasst euch bloß nicht verwirren von dem, wie es jetzt aussieht. Das wird wahrscheinlich nicht mal 2 Tage dauern. Da wird es absolut katastrophal da drin aussehen. Also das kann ich euch schon mal versichern. Alle, die jetzt sagen, oh Gott, du hast so Ordnung da hier unten und nicht täuschen lassen. Wenn ich hier unten erstmal richtig kreativ bin, wird das wird keine 2 Tage dauern. Dann sieht es hier absolut katastrophal aus. Ganz ehrlich. Also, da wird man nicht schnell genug gucken können, wie das, ja, das ist immer noch zu lang, wie das echt schlimm aussehen wird. Also. Wie gesagt, macht euch da keinen Kopf, es wird noch schlimmer. Genau. Ja, was habe ich noch? Was könnte ich euch noch zeigen? Ich bin hier halt immer so ein bisschen am Umräumen. Ich hatte ja diese Gläser geholt für meine Foldback-Klammern. Ich habe noch nie in diesem Fokus eine Aufnahme gemacht. Im Normalfall habe ich es immer so von unten gezeigt. Jetzt auf einmal kann ich es so vor die Kamera halten. Da habe ich ja meine Klammern drin. Da war ich jetzt auch noch mal heute Vormittag bei Woolworth und habe mir noch mal ein Glas geholt, beziehungsweise zwei, weil ich ja auch noch
diese Klammern hier habe und dann diese Büroklammern und ich möchte die aus den Plastikkästen raus haben. Genau. Und dann habe ich aber mein Kreativzimmer erstmal so halbwegs eingerichtet, wie ich es möchte. Ich habe jetzt hier hinten meinen PC, da möchte ich gern den Tower, den möchte ich noch unter die Arbeitsfläche bekommen, dass ich den Bildschirm ein Stückchen weiter so schräg in die Ecke stellen kann. Das finde ich persönlich immer schöner. Dann wirkt es nicht so zugeklatscht. Hier sind auch schon wieder neue Sachen für Halls. Hier habe ich ein Buch von meiner Mama bekommen. Das hat sie in der Bücherzelle bei uns in der Stadt gefunden. Wir haben so eine Bücher, also so eine alte Telefonzelle, da sind Regale eingebaut worden. Da kann man alte Bücher abgeben und meine Mama weiß, dass ich einen kleinen Tick für die altdeutsche Sprache habe. Und ja, da hat sie das gefunden und hat es mir dann freundlicherweise mitgebracht. Also das ist jetzt erstmal so der Zwischenstand. So sieht es jetzt aus. Ich werde mal gucken, wenn ich dann den Tower unten habe. Das möchte ich gern vielleicht morgen machen. Ich habe auch schon so viel Platz da unten freigeräumt, dass da wirklich, ja, locker die dreifache Breite von dem Tower Platz ist, dass da auch die Luft gescheit zirkulieren kann. Sonst kriege ich Ärger mit meinem Mann, wenn ich das falsch mache. Und ich trete mir dann selber auch in den Hintern, wenn ich zulasse, dass dieser hochwertige Tower irgendwie was abbekommt. Aber ich brauche das einfach für mich, dass ich, weil ich meine, ihr seht, wie es aussieht. Und das ist mir einfach so zu beengt. Also ich fühle mich da wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr alles auf einem Fleck stehen habt und dann auch so große Sachen und ihr habt es ja bestimmt auch gesehen, direkt darüber ist ja, ich muss nur aufpassen, da hängt ein Kalender von unserer Nichte, unserem Neffen. Na, keine Kinderfotos im Internet. ja, das ist mir einfach alles viel zu kolbig. Ich möchte vielleicht da noch so ein paar Regale hinten hin haben, weil wir haben ja diesen tollen, ich weiß nicht, was das ist, so. Da verlaufen halt die ganzen Kabel. Und das ist natürlich echt total praktisch, auch um sowas dann hinzustellen. Und das möchte ich mir halt mit Aussparung vom Bildschirm, möchte ich mir das halt dann hier drüben auch noch hinmachen. So vielleicht von den schmaleren, also von denen hier. Ich drehe euch hier die ganze Zeit hin und her. Das ist bestimmt total bescheuert. Aber wie gesagt, von denen hier möchte ich vielleicht drüben noch zwei Stück hin haben. Das muss ich mal gucken, wie ich das mache, damit ich dann halt einfach irgendwann mal alle meine Stempel dann gescheit einräumen kann. Aber ja, es geht gerade leider oben wieder los. Deswegen, ich beende mal. Ich muss mal gucken, was meine Rasselbande da oben treibt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt positiv. Wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen, lasst mir gerne einen positiven Kommentar und ein Like da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.